Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Sie erinnern sich daran, dass ich Sie vor kurzem vor Piraten auf der Autobahn in Spanien gewarnt habe? In ähnlicher Weise agieren kriminelle Banden auch in anderen Ländern. Ihre Methoden, fremde Autos zum Anhalten zu bringen, sind unterschiedlich. Brisant im wahrsten Sinne des Wortes ist der Trick mit dem Feuer. Hinter Ihrem haltenden Fahrzeug wird einfach eine Zeitung angezündet und mit viel Geschrei werden Sie auf das Feuer aufmerksam gemacht. Ihr Versuch, den Schaden zu beheben, gibt den Trickdieben Gelegenheit, zuzuschlagen. Ein Lied davon kann Angela S. singen. Gemeinsam mit ihrer Freundin war sie im Ausland auf einer Autobahn unterwegs, als sie durch ein Fahrzeug mit wild gestikulierendem Beifahrer förmlich zum Halten genötigt wurde. Der Mann, der auf sie zugerannt kam, fuchtelte mit einem brennenden Tempotaschentuch herum, schrie immer Feuer, Feuer und warf sich hinter dem Wagen neben der Auspuffanlage auf den Boden. Sein Begleiter versuchte, die beiden zwischenzeitlich ausgestiegenen Frauen von der Straße aus der angeblichen Gefahrenzone zu drängen. Der Plan der Gauner ging nicht auf. Frau S. hatte ihre Handtasche mitgenommen und mit beiden Armen vor dem Körper festgehalten. Und ihre Freundin hatte vor dem Aussteigen den Fahrzeugschlüssel abgezogen. Da offensichtlich nichts aus dem Wagen zu holen war, düsten die beiden Feuerteufel unverrichteter Dinge ab. Hört sich abenteuerlich an, ist aber eine wahre Geschichte, die Ihnen zu denken geben sollte.